Gestatten, mein Name ist Hollack. Ich bin Chauffeur, Privatchauffeur bei der Familie Vogel. Er ist nämlich Direktor in einer Spazierstockfabrik. Das ist Pünktchen. Wir sehen uns gleich beim Essen. Bertha, Köchin und Dienstmädchen im Hause Vogel. Darf ich vorstellen? Fräulein Andacht, am liebsten möchte ich ein Zwilling sein. Du allein bist mir schon genug. Hallo Mama. Ah, ihr habt schon angefangen. Fahren, 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 fahren. Alle Welt will Auto fahren. Pünktchens bester Freund ist übrigens der Anton. Du kochst? Ja, meine Mutter muss viel liegen, seitdem sie aus dem Krankenhaus zurück ist, also koch ich. Deshalb nennt man es Rühreier. PKW, Sport-Coupé. Vielleicht hat die Andacht ja eine Zwillingsschwester. Eine Zwillingsschwester. Robert heißt er. Ich nenne ihn Robert den Teufel. Hast du mir was zu sagen? Bei dir piept das wohl. Meinst du? Dieses Mal habe ich es dir im Guten gesagt. Aber wenn ich noch mal was hören sollte... Weidendammer Brücke. Da sind sie nicht. Die Schachteln nur 10 Pfennige. Pünktchen! Was? Kinder betteln? Sie meinen die beiden dort? Ja! Hey, sie ruhig mir, was soll das? Das ist nicht. Polizei! Polizei! Herr Wachtmeister! Zu Herr schnell. Wachtmeister! Nehmen Sie diese Person fest! Aber Bertha! Ja, das verdient voll Fälscher!